ach, es ist wahrscheinlich schon 18, 19, 20 Uhr oder so, wenn ihr das Video seht, aber trotzdem noch einmal schönen guten Morgen. Na, wie geht's euch hier, Pappnasen? Tatsächlich musste ich gestern so 10 Videos oder so runternehmen, weil die alle mit Copyright voll waren. Und da dachte ich mir doch, wäre doch ultra beschissen, wenn die jetzt alle weg wären und ich die nicht noch einmal zusammencutten könnte für ein Best-of. Deswegen gibt's heute nochmal ein kleines Best-of von den Videos, die leider irgendwo da draußen im schwarzen Loch von YouTube gelandet sind. Und an alle Leute, die trotzdem nochmal schauen, gönnt euch und viel Spaß mit dem Video. Ich küsse doch euer Herz. By the way, morgen neues Video, versprochen. Yo, 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 na, was geht ab? Es ist Freitag und wisst ihr, was das heißt? Richtig, es ist Zeit für die tägliche Dosis Memes und lustige Videos. Und wisst ihr direkt mal, was nicht lustig ist, was der kleine Junge hier erleben musste? Er hat heute Geburtstag und bekommt ein wirklich sehr heftiges Geschenk. Wie er sich gefreut hat. Aber natürlich bekommt er kein iPhone. Was denkt er, wer er ist? Der ist doch gerade erst 7 Jahre geworden. Und was geht da ab? Ist der Hundefutter? Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Tag heute gelaufen für Lil Bro. Der hat sich noch nie so hintergangen gefühlt in seinem Leben. Das ist der Grund, warum er sein Leben lang Vertrauensprobleme haben wird. Bro, unlock the secret prize. Bro, wer ist der Penner, der dort unten schläft? Junge, wach mal auf. Was ist los bei dir? Ich bin dafür, dass der Typ jetzt auch den Jungen dort unten als Gewinn bekommt. Klassischer Menschenhandel auf dem Rummel. Er wollte nur ein Foto machen. Und dann dieser goofy ass Smiley aus 2014. Dürfst du ein Foto mit ihm machen? Okay, okay. Was sehen wir hier? Ein netter junger Mann, der ein Bild mit einem süßen Rentner machen will. Hm, ist doch nichts verkehrt dran, oder? Dürfst du ein Foto mit ihm machen? Oha, oha, Headshot. Der Sound dazu macht alles noch besser. Wer hat den Opa verärgert davor, dass er so sauer ist? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ab jetzt immer fragen sollte, wenn ich ein Bild mit einem alten Mann haben will. Danke, dass du dich für die Wissenschaft geopfert hast. Ach, und apropos Opfer. Der Typ im nächsten Video hat sich auch ein Opfer rausgesucht für einen gottlosen Prank. Und mit gottloser Prank meine ich auch wirklich gottloser Prank. Und zwar beginnt alles damit, dass er Leuten in einem Einkaufsmarkt ein überteures Geschenk gibt. Do you mind if I just pay in the front? Sure. Okay, cool. But she fell for it, yo. Excuse me, ma'am. Yes? Would you mind being a video? No, that'd be fine. All right, so pick a number between 1 and 10. Let's say 7. 7? Well, it's your lucky day. You just won brand new AirPod Pros. Wow, you're kidding me. Really? Yeah. Ey, die Arme denkt jetzt einfach wirklich, sie hat die richtige Zahl erraten und gerade den Grand Jackpot gehittet. Ja, nur zu schade, dass die AirPods vorher selber nur aus einem Regal genommen wurden, im gleichen Laden, wo sie noch drin sind. Yeah. Why? You won. Nothing, you won. How come? You win. Have a good one. Have a good one. Thank you. Sowas ist einfach nur ehrenlos, wirklich. Wie unnötig, Alter. Aber als der Alarm anging, konnte ich echt nicht mehr. Genau so werden alte, unfreundliche Leute geboren. Normal, dass sie die Jugend danach hasst und jeden Abend ein Satansritual macht, an dem sie die Jugend verteufelt, wenn jemand so ein Prank mit ihr macht. Na, das ist wirklich crazy und geht echt eine Stufe zu weit. Bro, disconnected. Victor! 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 Wer von euch hat das Controllerkabel von dem Bree gezogen? Er ist so lustig zusammengesackt. Der Discord-Sound passt perfekt drauf. Victor! 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 Oh no, Victor! Ey, what the f***? Der hat sich einfach selber hochgenommen. War doch klar, dass das Scheißding zerplatzt, wenn du so am Blasen bist. Dieser Schrei von ihm war wirklich andere Welt. Der Arme hat seine Seele kurz rausgelassen dabei. Eilmeldung, Eilmeldung. Bigfoot found in Fordyce. What the f*** is that? It's Bigfoot. Oh man, look at him. Okay, das ist nicht Bigfoot. Das ist einfach irgendeiner meiner Zuschauer. Was soll das? Ich dachte, ich sehe hier jetzt wirklich den echten Bigfoot, aber nein. Einer von euch.
Nice. Das macht ihr also, wenn ich einen Tag kein Video hochlade. Ihr werdet direkt zu Tieren. Und ich kenne euch ja auch gut, deswegen weiß ich, dass viele von euch ein bisschen schüchtern sind. Aber keine Sorge, euer Lieblings-YouTuber Bennett ist da für euch. Alles, was ihr machen müsst, um die Schüchternheit zu überwinden, ist, geht einfach raus an einen öffentlichen Platz mit vielen Menschen und schreit rum. Leute, was geht ab? Ich bin wieder mal back am Start und heute habe ich mir einen Workshop gegönnt und ich sag euch ehrlich, es war so eklig. Ihr seid NPCs! Er ist einfach der Main Character. Yo Leute, was geht ab? Ich bin wieder mal back am Start und heute muss ich wieder zu meinem Bruder gehen. Ich muss den jetzt wieder finden. Den Pitch kriege ich noch. Okay, okay, chill. Mittlerweile glaube ich doch eher, dass der Typ irgendein Psychopath ist, der einfach nur seine inneren Gedanken gewinnen lässt. Das war wirklich ein bisschen zu abgefuckt, Bro. Was müssen sich die armen Menschen dort denken? Still one of the funniest memories I've saved in my phone. This one's stuck. Look at him. He's stuck. I wanna pull him out. Holy shit, der Fisch hat am Ende einfach die Emote-Taste gedrückt und sich selbst durch die Luft gejietet. Zu lustig auch, wie sie sich erschrocken hat. I wanna pull him out. Und Teddy, sag mal, was ist los bei dir? Was schreibst du eigentlich unter meine Videos? What the hell? Ja, perfekt. Du hast deine Tastatur auseinandergenommen. Keine Ahnung, was du mir sagen willst, aber danke. Rewe statt Heide. Bei Fragen sind wir immer für euch da. Hi, sorry. Hi. Habt ihr den Gönnerschi von Capital Bra? Schau mal im Lager, ja? Danke. Ey, sorry, ich hab alles nachgeschaut. Wir haben gar nichts mehr. Huh? Wer in der Social Media Abteilung ist dafür verantwortlich? Wer auch immer auf diese Idee kam, gehört gefeuert. Yo, wie bekommen wir mehr Leute in unseren Rewe? Wir lassen einfach einen Mitarbeiter Fortnite-Tänze machen. Für Fortnite! Marketing durchgespielt. Dieser Mann wollte auf entspannt an einem Nachmittag mal mit dem süßen Fahrrad von seiner Tochter fahren. Als ich das gesehen habe, wusste ich schon, dass das nicht gut ausgehen wird. Das Fahrrad ist so auseinandergefallen wie Lego-Bausteine. Eins zu eins, genau so. Also ich weiß ja nicht, wie ihr drauf seid, aber macht ihr so, wenn ihr essen geht, immer eine Story davon? Ich bin der Meinung, dass sich niemand dafür interessiert, wenn er sowas sieht. Also was soll man sich dabei denken? So, ja, ich meine, okay, cool, du bist essen. Im Endeffekt juckt es sowieso niemanden, aber trotzdem, wer es macht, ja, wenn man Bock drauf hat. Die Frau im nächsten Clip übertreibt aber auf andere Weise. Lass den armen Mann doch bitte in Ruhe essen. Er wollte doch nur entspannt zum Dinner mit ihr. Und sie macht einfach Hollywood aus der Story. Mit doppeltem Licht und Transition am Ende. Und für was? Am Ende bekommt die Story nur 50 Aufrufe. Und das war's. Sein Blick sagt alles. Ich glaube, da wird es kein zweites Date geben. Aber ich habe hier zwei, die sich schon ziemlich gern haben. My girlfriend is so annoying. Und nochmal für alle, meine Freundin ist so nervig. You shut up. No, you shut up. Oh my god, you're literally the cutest thing ever. I love you so much, babe. Like, holy shit. Was ist das denn? Das ist deine Freundin. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Das ist echt gestört, Mann. Der Typ ist doch voll der Psychopath. Und das Ding? Keine Ahnung, was das ist. Sieht scheiße aus auf jeden Fall. Er bringt seinen Hund mit in den Unterricht. Lach-Emoji. You have different procurement requirements in the city of Irvine, California. Okay. So, procurements is that first section and it's gonna be all over the map. And yes, Lil Bro passt einfach mehr auf als alle Schüler. Wieso ist er auch so perfekt gekleidet? Und auch mit dieser Brille. Er will doch nur seine Doktorarbeit bekommen.
Sorry, keine Ahnung, wieso ich sowas sage. Aber keep it going, Bro. Zieh weiter so durch wie jetzt in der Schule. Ihr solltet euch alle mal ein Beispiel daran nehmen, wenn sogar er es schafft. Ich habe einen geisteskranken Prank gefunden. Und zwar ist der von Gerald Houston. Ist simpel, aber auch ehrenlos. Man geht einfach zu fremden Leuten und sagt, dass eine Spinne auf der Schulter ist. Funktioniert am besten bei Frauen. You got a spider crawling in your hoodie. Spider's crawling in your hoodie. It's a spider crawling in your hoodie. No, I'm scared of spiders. I'm scared of spiders. I'm going this way. Oha, wieso macht sie auf einmal so einen goofy Lauf? You got a spider crawling in your shirt. What? Where is spider crawling in your shirt? Them are black and red. Oh shit. Oh god damn. Oh, it's on your shirt behind you. Oh my god, hell yeah, I'm serious. Oh my god. Die Arme. Der Prank ist echt ekelhaft, muss ich sagen. Und das wird halt einfach auch immer funktionieren. Spider on your shirt. Oh, 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 dude, run, don't run. Don't run, get it off of you. Sie legt kurz Sprint ein. Spider calling your shirt. No, I'm not touching it. Chill. I'm not getting it. I'm not getting it. No, I'm just playing. Oh shit, you got a spider calling up your shirt. Oh yeah, yeah, hell yeah. Oh shit. Oh. Hell, card in your shirt now. Oh shit, you got a spider on your shirt. Where? Spider, hold back up. Don't put the meat on you. Stop playing. Went on your shirt. Hey, das ist ja mal so geisteskrank, wie die alle ausrasten. 10 von 10 Prank, 100% Erfolgschance und 100% gutes Ergebnis. Falls ihr das mal ausprobieren solltet, schickt mir ein Video davon, damit ich es schön in meinen Videos ausschlachten kann. Danke. Nee, aber ich will das wirklich mal sehen in Deutschland, wie auch da die Reaktionen sind. Man muss das auch mal bei dem hier ausprobieren. Wer auch immer das macht, hat die dicksten A** der Welt. Wer trägt seinen Einkaufswagen eigentlich auch so? Der ist ein bisschen zu sehr in seinem Film. Komm runter, Bro. Alles gut. Naja, wie auch immer. An alle, die hier in der Schule waren oder noch sind, kennt ihr das, wenn ihr so eine ultra schlechte Note bekommt? Eure Eltern sehen das und sind dann so richtig sauer auf euch. Die machen euch Vorwürfe, geben euch vielleicht noch Strafen, Handyverbot oder Computerverbot und dann wollt ihr es ihnen und euch selbst beweisen. Wenn du deinen Eltern nach der 5 versprichst, fürs nächste Mal zu lernen. Und der Drache wird wie immer auferstehen aus dem Feuer, ähnlich dem Phönix. Deswegen Drachenphönix. Ja, und dann 2 Wochen später, man schreibt die Arbeit, hat gutes Gefühl. Paar Tage später bekommt man sie korrigiert wieder zurück und... Klasse, und dann geht's wieder von vorn los. Der Weg ist das Ziel, man muss immer wieder aufstehen. Ich habe die nächste gottlose Aktion im heutigen Video gefunden. Und zwar spielt sich das in Fortnite ab. Aber seht selbst. Jumpscare 1v1 Map, Totenkopf-Emoji. Ready? 3, 2, 1. Bro, I'm already going high ground, man. Das war Musik in meinen Ohren. Spaß beiseite, das war echt ehrenlos. Deswegen, mach es nochmal. Der arme kleine Junge war da schön seine 90s am Cracken in der neuen OG-Season. Oh mein Gott, die neue OG-Season ist ja so OG. Und dann kommt einfach aus dem Nix dieser Jumpscare und kickt ihn voll aus dem Leben. I'm going high ground, man. Er hat danach aus Reflex auch die Playstation ausgemacht und weggeworfen. Aber jetzt nützt es nichts mehr. Sie hat sie fliegen. Fortnite! Geil, Mann. Ach ja, hier nochmal der Mapcode, falls ihr sie ausprobieren und eure Freunde hochnehmen wollt. Scherzfragen, Hashtag 184. Okay, eine Scherzfrage. Let's go, ich bin ready. Schnallt euch alle zu Hause an. Was ist schwarz und sitzt im Baum? Keine Ahnung. Eine Katze? Was ist schwarz und sitzt im Baum? Ein Spanner nach dem Waldbrand. Wie jetzt? Und was ist rot und sitzt im Baum? Sein Kumpel, der glüht noch. Meine ehrliche Reaktion. Mal schauen, was so in den Kommentaren geht. Das war so lustig. Hab mich deswegen... Bro, what the f***? Danke, Lias. Wie viele Emojis willst du denn noch benutzen? Übertreib. Ich bin vom Stuhl gefallen. Dankeschön, Max. Du solltest dich am Stuhl besser anschnallen. Ey, die Emojis werden hier wirklich auseinandergenommen. Und zum Ende hin nochmal was richtig Nices fürs Auge. Nochmal ein cooler Trick, der spannend zum Anschauen ist. Gönnt euch diesen Akrobat. Wow, das könnte ein Olympiaturner sein. Musik.
sehr cleane Saltos oder was auch immer das war. 10 von 10. Oh no, die schönen Würstchen. Ihm ist natürlich nichts passiert, im Gegensatz zu dem Grillabend, weil der ist jetzt gelaufen. Das war's. Die Stimmung danach war so am Boden. Und wenn das hier sein Sohn ist, Bro, rest in peace. Der Arme bekommt jetzt erstmal 5 Wochen Hausarrest und Internetverbot. Ach ja, was geht eigentlich bei euch so am Wochenende? Was macht ihr? Geht ihr vielleicht in die Kirche? Wenn du den Proteinfurz nicht länger drin lassen kannst... Oh nein, was passiert jetzt? Wenn das schon so anfängt und ich diese Granny hier vorne sehe, die einfach nur ganz entspannt am Sonntag in der Kirche sein will. Oh shit. What the fuck? Der hat den seit 2013 drin behalten. Bro hat einfach die Soundbarriere damit durchbrochen. Das war echt ehrenlos in der Kirche. Warum ausgerechnet da, wo es auch noch so unglaublich schallt? Geh doch einfach raus, Mann. Wie ein normaler und freundlicher Mensch. Ekelhaft und gottlos. Und genauso ist es gottlos, wenn ihr beim nächsten Clip lacht, okay? The Texas Final Boss. Oder das ist echt gottlos. Und ich habe auch safe nicht drüber gelacht. Ihr könnt auch an der Stimmlage von mir erkennen, dass ich es ernst meine. Ich habe nicht drüber gelacht, okay? Aber ihr bestimmt. 100% habt ihr drüber gelacht. Ich weiß es ganz genau. Und das ist ekelhaft. Das ist einfach... Ja, nicht okay. Er wählte den falschen Ort zum Verstecken. Zum Glück haben sie das Video gestoppt, bevor sich jemand verletzen konnte. Glück gehabt. Nochmal alles gut gegangen. Ich sehe einfach nur dieses Standbild. Der Arme hat sich einfach selber ausgeschaltet. Man denkt einfach Clubshow dort in der Kabine. Ja, das war wohl nicht so sein Tag. Egal, Pech im Leben, Glück in der Liebe. Ging das Sprichwort so? Keine Ahnung, Mann. Vielleicht hast du Glück und bekommst so eine Frau an deiner Seite, die einen sogar die Handwerksarbeit abnimmt, weil man lieber mit paar Chips auf der Couch hängt und am Abchillen ist. Wirklich nice, dass sie dort einfach am Bohren ist und die Aufgabe übernimmt. Ist das dein Ernst? Ist das euer verdammtes Ernst? Women. Das habe ich echt noch nie gesehen. Was macht sie da? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Voll reingeschissen. Und als ich in die Kommentare geschaut habe, konnte ich auch schon nicht mehr. Ja, ja, ich sag doch. Bitte cancelt mich nicht, okay? Bitte. Schaut mal, es gibt viele Sachen, die man in seiner Freizeit und gegen die Langeweile machen kann. Wenn man nicht gerade in die Kirche geht... Geht man vielleicht Fußball spielen mit den Jungs, trainieren, Döner für fast 10 Euro holen, lernen oder keine Ahnung was. Es gibt alles, okay? Alles. Und manche Hobbys sind halt mehr und manche weniger cool. Zum Beispiel, ich würde lieber Fußball spielen, als jetzt irgendwie lernen. Wer zum Teufel lernt freiwillig in seiner Freizeit? Aber ich bin tatsächlich auf das schlimmste Hobby der Welt gestoßen. Hobbyhorsing. Ja, genau diese Dinger hier. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Nie im Leben ist das sogar ein richtiger Sport mit Wettbewerben. Bro, das ist so unangenehm irgendwie. Ja, das ist halt einfach Pferdereiten, nur halt ohne das Pferd. Und stattdessen mit so einem Stockding. Das ist wie Schwimmen ohne Wasser. Für mich ergibt das wirklich gar keinen Sinn. Geh doch einfach ins normale Reiten, hä? Wieso so ein Ding, anstatt ein echtes Pferd? Man verarscht sich doch damit selber. Also irgendwie erinnert mich das an das hier. Soul,
Warum ist sie so traurig, hä? Was macht denn das Hobbyhorsen mit den Menschen? Ich glaube, die drehen alle durch. Aber ich sag euch ehrlich, ich würde auch weinen, wenn ich sowas tun müsste. For real, for real. Was habe ich mir hier gerade angeschaut? Und ich habe auch echt gar kein Verständnis, wer sowas macht. Ich bin immer so, ja, mach das, worauf du Bock hast. Juckt mich nicht. Hauptsache, es macht dir Spaß. Aber ich glaube, ich denke hier anders. Das sollte gestoppt werden. Ausreiten mit Linda und mir? Dieses Ding macht Geräusche? Ach so, und ein Pferd schreckt deswegen auch so zurück. Bro, what the f***? Das ist nicht echt. Das hat keine Emotionen. Das kann ich denken, das kann ich fühlen. Das checkt nichts. Es ist nicht echt, okay? Das Pferd hat sich auch nicht erschrocken, Mann. Oha, oha, es gibt Fullspeed. Einfach so schnell unterwegs, die Kamera kam gar nicht hinterher. Ich finde das echt krass. Stellt euch vor, ihr seid so mit einem Homie draußen in der Natur. Habt euch vielleicht einen kleinen Bubatz gefetzt und schiebt schon so völlig andere Filme. Und dann kommt einfach jemand dort so lang galoppiert. Ich werde gar nicht mehr klarkommen und mich fragen, ob ich gerade hier noch in der echten Realität lebe. Jetzt fehlt nur noch, dass sie mit den Teilen über so Hindernisse springen. Oh Gott. Also ich lege mich fest, das ist mit Abstand das unangenehmste Hobby der Welt. 100%. Logge ich so ein. Das ist verrückt. Und alle, die das machen, sind auch verrückt. Was machen eigentlich die Teile, wenn man sie nicht benutzt? Haben die auch einen eigenen Stall oder so? Ah, ich habe gefunden, was sie so privat machen. Ich frage mich echt, ob ein Hobbyhorster dieses Video hier sehen wird. Ich habe danach, glaube ich, Stress mit der gesamten Hobbyhorse-Community. Naja, was soll's. Macht euch schon mal bereit, bald in die Schlacht zu ziehen mit mir. Okay, krass, wie motiviert ist er? Heute bestimmt sein erster Arbeitstag und er strengt sich extra an. Warum rastet er auf einmal so aus? Was haben die Mülltonnen ihm getan? Ich korrigiere mich. Ich glaube, das ist sein letzter Tag auf der Arbeit als Müllmann. Der Bruder ist einfach ausgerastet des Todes und hat alles mitgenommen. Wirklich alles. Sogar der Briefkasten. Wieso? Der arme Briefkastenmann. Stellt euch mal vor, ihr würdet so eure Überwachungskamera checken und das sehen. Genau so würde ich dastehen. 1:1. Und apropos 1:1, was ist eigentlich 1×1? Richtig, 2. Ist logisch. Sie wird jetzt auch ein bisschen rechnen. Oh Gott, was war das für eine verkackte Überleitung? Das war echt scheiße. Egal, ich lasse es einfach so drin. What's 9 plus 9 plus 9? 9 plus 9 plus 9. 21? Yes. Ja, genau. 9 plus 9 plus 9 ist 21. Super, perfekt, richtig. Einmal Applaus bitte. Okay. What's 7 plus 7 plus 7? Is that also 21? Yeah, they're both 21. Yeah. Sie freut sich. Sie denkt, sie hat 200 IQ. Die Arme. What is 85 plus 25? Oh my gosh. 25. 5, 10, 8, 5, 6. 60? 60, good job. Wie zum F*** kommt sie auf 60, hä? Aber nee, nee. 80 plus 25 ist doch eigentlich auch 21. She didn't have to cut me off. Ich werfe nur einen Blick in die Kommentare und dort wird die Lage schon wieder perfekt erklärt. POV, man geht sch**en in der Schule. Oh nein, das kann ja nicht gut enden.
Original jede Schultoilette. Aber mit dem Mülleimer haben sie echt übertrieben. Der Arme war ganz entspannt am Kacken und auf einmal kommt da von oben dieses Ding geflogen. Das war sein Blick dabei. Gottlos, wirklich. Gottlos. Genauso gottlos wie der Typ im nächsten Clip. Der bricht einfach in random Häuser ein und macht dann das. Plot twist, that's not his house. Ach ja, wirklich? Natürlich ist es nicht sein Haus, wenn er sich dort reingeschlichen hat. Oh mein Gott, eine Oma erschrecken? Das ist wirklich gottlos. Das geht gar nicht, Bro. What the f***? Die Arme hat einfach ihr Inventar gedroppt. Ey, sie war da schön entspannt am Sachen rausholen und wollte gerade etwas Nices zu essen machen. Und dann kommt dieser kranke Typ. What the f***, was ist los mit dem? Und dann rennt er auch noch aus dem Haus raus, als wäre nichts geschehen und der Tag geht normal weiter. Ja, und am nächsten Tag dann ist die nächste Person dran. Geiler Typ eigentlich. Grandpa awoke like Dracula. Oh Gott, wenn ich den ersten Frame vom Video schon sehe, weiß ich, dass das einfach absolut geisteskrank enden wird. Scheiße. Er war direkt hellwach, was er sich wohl in seinem Traum gedacht haben muss, als er so lange geschmatzt hat. Das war wirklich ein lohnenswerter Prank. Ich muss das nochmal sehen. Scheiße, ist das gut. Der arme Opa. Egal, Hauptsache geiles und lustiges TikTok gemacht. Jawohl, man muss auch Prioritäten setzen. Der Opa entfernt ihn safe von seinem Erbe. Und wo wir gerade schon bei solchen weirden Videos sind, schnallt euch an, denn jetzt wird es wirklich bodenlos. Was geht jetzt ab? Ey, lass die Leute doch einfach in Ruhe am Bahnhof. Bitte, wenigstens am Bahnhof. Die Leute kommen gerade von einem stressigen Tag auf der Schule, Uni oder Arbeit. Und dann kommst du und willst TikTok mit denen machen. Holy shit, ist die abgef***t. Die hat gar keinen Bock. Die betet gerade zu Gott, dass sie nicht mit ins Video muss. Ach du Scheiße, ist das cringe. Was ging dort die ganze Zeit ab? Wie unangenehm, oh mein Gott. Bro, das war so unangenehm. Wäre ich dort am Bahnhof, ich wäre einfach direkt in die Gleise. Ich will einfach nur das gerade tun. Ja, 10 von 10 peinlich. Was soll man dazu noch sagen? Ich glaube, das war das schlimmste Video, das ich heute gesehen habe. Boah, diese Stände auf der Kirmes waren immer die besten. Mal schauen, wie sich der Bre jetzt hier so schlägt. Wofür nimmt er überhaupt so viel Anlauf? Das Tor ist 2 Meter entfernt vom Ball, hä? Sowas ist nicht lustig. Mach's nochmal. Wohin wolltest du mit dem Ball? Sag mal. Der Betreiber von dem Stand wird ihn safe bis ans Lebensende jagen. Guck mal, wie sauer der ist. Ja, zu Recht auch. Ich meine, was war das? So close. Das war überhaupt nicht close. Der Arme ist kurz duschen gegangen. Na, ich muss auch sagen, du hast verkackt beim Timing. Selber schuld. Ey yo, my fault y'all. Und für alle Sprachlegastheniker nochmal. Ey yo, mein Fehler, Mann. Lil Bro hat einfach die Soundbarriere hier durchbrochen. Ich glaube, dass er danach in Schwierigkeiten gesteckt hat und die Halle mit so 1, 2 blauen Flecken verlassen musste. Aber holy sch**, wie laut war das denn auch? Einfach Granate. Bro, ich würde mir so einscheißen, wenn das jemand hinter mir macht. Ich würde denken, ich fange mir jetzt wirklich ein paar Kugeln in die Brust oder so. Naja, wie auch immer. Bro skippt Physics Class. Für was trainiert er da? Das macht gar keinen Sinn.
Was hat er da versucht? Er dachte, er ist jetzt gerade am Kochen und baut die absolut krankeste Maschine der Welt. Und dann das. Der denkt safe auch, er ist der Main Character. Das gibt mir ganz stark Hinweise darauf. Obwohl, was ist, wenn er die Gewichte dort hat, damit er sich selber stoppt, weil er sonst schneller als das Laufband ist? No, when is winter break? Normalster Unterricht in Duisburg. Nee, Spaß beiseite. Rettet den mal jemand vom Leben. What the f***? Der dreht ja völlig durch. Wie er seinen Kopf auch hin und her haut. Das ist geisteskrank. Was hört er da? Ja, geil, Mann. Mach das noch ein paar Mal und du gehst einfach Knockout im Unterricht. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Peace was never an option. Bro, diese Oma-Hunde sind wirklich die randomsten Tiere auf der Welt. Denen wird einfach ein Zaubertrick gezeigt, den sie nicht verstehen und schon gehen sie so ab und wollen sich gegenseitig töten. An alle, die unbedingt eine Freundin haben wollen, versucht es mal mit diesem Trick auf Oma. Hi, what's up? Damn, you're pretty. Thank you. You're very pretty too. You know, I don't really ask for a lot of people's Snapchats, but like, do you mind if I... What the f***? Der ist gerade vom Dämonen besessen. Was geht ab bei dem? Do you mind if I get your Snapchat? Geiler Anmachspruch, muss ich sagen. Ich sehe auch an ihrem Gesicht, dass sie es safe gefeiert hat. Was denkt ihr? Sind die beiden zusammengekommen? Ich denke schon. My friend destroyed my house. Sag mir, dass du in Amerika lebst, ohne mir zu sagen, dass du in Amerika lebst. What the f***? Was ist das für eine Wand? Dem Bray geht's natürlich gut, weil er ist ja nur in ein Stück Pappe gefallen. Da kann ja nichts passieren. Er hat mehr dem Haus wehgetan als ich selber. Wie stumpf er da auch reingeflogen ist. Geil, Mann. Feier ich. Hoffentlich glaubt sie es. Hoffentlich glaubt sie was. Hey, Dings, eine Frage. Du musst ja auch diese Hausarbeit bei Professor Müller schreiben. Kannst du mir vielleicht deine Hausarbeit senden? Also ich schreibe natürlich nicht ab, aber ich würde es mal kurz abgleichen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, natürlich. Also ich bin gerade auf der Autobahn, ich schick's dir einfach gleich, wenn ich... Oh, halt! Wow, 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 wow! Was? Oh mein Gott, er hat viel zu viel übertrieben. Also natürlich ist das hier nicht echt und er hat nur eine Audio im Hintergrund abspielen lassen. Aber die Arme wird das doch safe glauben. Die denkt jetzt, sie hat 50 Menschen auf dem Gewissen, nur weil sie abschreiben wollte. Richtig so, das ist die gerechte Strafe für Abschreiber. Nehmt euch ein Beispiel an mir, ich habe einfach gar nichts gemacht. Hat ja auch geklappt, ne? Seht mich an. Eigentlich sollte man danach auch das Handy ausmachen und die nächsten Tage unentschuldigt nicht in die Schule kommen, damit es noch authentischer ist. Sie wird die ganzen Tage kein Auge in der Nacht zubekommen und Panikattacken schieben. Scheiße, ist das gottlos. Genauso gottlos, wer auch immer hier jetzt lachen muss. Lil Bro getting gritty. Ey, ich distanziere mich von sowas. Ich habe auch nicht drüber gelacht, weil sowas ist wirklich verwerflich. Wer auch immer hier gelacht hat, kein Ding, Bro, ich ganz verstehen. Ich habe auch mies gelacht beim ersten Mal. Lass noch mal gucken. I said right foot creep, oh, walking with it evil. Look around, stay low. Ja, Junge, ey, ey, ey. Ich werde niemals in den Himmel kommen, wenn das hier so weitergeht mit den Videos. Wir lachen hier natürlich nicht wirklich die Person aus. Muss ja auch mal gesagt sein. Wir lachen einfach nur über die Situation und nicht über jemanden. Why would bro get through the water? Ey, mein Englisch heute on fleek. Wieso hören die sich so an wie die Minions? Ach du heilige Sch.
Scheiße. Ja, das war's mit dem Auto. Einfach das Wasser kommt aus den Lüftern raus. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Hauptsache, das Navi funktioniert noch. Ja, hättet ihr euch mal daran gehalten, weil ich glaube nicht, dass das Navi gesagt hat, in 50 Metern rechts abbiegen und über den geplatzten Hydranten fahren, ihr zwei Huren. Falls doch, hat super geklappt, Bro. Viel Spaß beim Trocknen. Bruder, das arme Ding wird doch komplett durchschimmeln. Das war's. Das ist vorbei mit dem Teil. Eigentlich hilft nur noch das. Me and the boys at 3 a.m. be like. Oh, shit. Kein Eintritt für Hunde. Also auch kein Eintritt für meine Zuschauer. Nee, Spaß beiseite. Kein Eintritt für Hunde, also. Was macht man jetzt am besten mit dem Bre hier? Yo, der Bre ist dripped out. Das erinnert mich irgendwie an das Meme aus 2027. Einfach 1:1 das gleiche, das ist crazy. Ja, das hat safe funktioniert. Fällt doch gar nicht auf, oder? Der Bruder hat halt paar Mal zu viel den Leg Day geskippt. Na und? Schnallt euch an, denn ich habe wieder frischen Content aus Berlin gefunden. Und naja, wer kennt, der kennt und weiß auch, dass Berlin der Ort ist, an dem die weirdesten Dinge so oft passieren, dass man denkt, es ist normal. Der hat überhaupt gar keinen Spaß dran. Berlin ist wirklich anders einfach. Aber trotzdem, sehr nice Performance. Das war der Start für eine große Gesangskarriere, glaube ich. Der nächste Auftritt ist dann nicht in der U-Bahn-Station, sondern in der Crack-Ecke am Bahnhof zwischen allen anderen Junkies. Ich werde auf jeden Fall kommen, Bro. Wo gibt's Tickets? Ich habe gedacht, ehrenloser kann es heute nicht werden, doch dann habe ich dieses Video gesehen. Da ist einfach irgendein Random, der sich kurz den Wasserschlauch von keine Ahnung was gejoinkt hat und jetzt alle anspritzt. Oha, das Auto will ausweichen, aber schafft es nicht. Aber sei doch dankbar. Gratis Waschung für das Auto. Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Der Rollerfahrer am Anfang killt mich einfach. Wie er da so lang fährt und das Wasser in die Fresse bekommt. Ach, sein Automobil! Aber auch hier, korrekt so, dass er die Straßen putzt. Ey, nein, nicht der Jogger. Ey, bitte lass den Armen doch in Ruhe. Oh, le couvert, le couvert. Non, je rigole. Ah! Non, je rigole. Oha, oha, der rastet aus und die prügeln sich gleich. Hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Ich frag mich, wie das geendet hat. Stellt euch mal vor, ihr beschließt so heute auch spontan, dass ihr ab heute, euer Leben in den Griff bekommt, regelmäßig zum Sport geht, gesunde Ernährung und das alles nur wegen diesem einen Motivationsvideo, was man gesehen hat. Naja, wie auch immer, man ist voll motiviert, zieht sich die Schuhe an, boom, erster Tag, muss direkt gut starten, man geht raus, eine Runde laufen, voller Vorfreude auf das gesunde und sportliche neue Leben, joggt man da so lang und auf einmal schießt da jemand auf euch mit so einem dicken Wasserstrahl. Ich werde danach einfach nach Hause gehen und die Zeichen des Schicksals akzeptieren. Soll einfach nicht sein. How boys make food. Ja, bis hierhin hätte ich tatsächlich auch alles so gemacht. Ja, also ich bin ein Junge und ich kann hiermit bestätigen, dass wir wirklich unser Essen immer so machen. Naja, und damit, Freunde, wenn ihr wollt, dass ich euch auch so ein geiles Brötchen schmiere, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.